sparen auf dem Rücken von den Ärmsten. Nicht einmal 5 Franken pro Tag fürs Essen. Das sind typische Sprüche der linken Sozialindustrie, wenn es darum geht, die Sozialhilfe flexibler zu gestalten. Alle Kantone haben die SKOS-Richtlinie bis auf ein paar Ausnahmen als verbindlich erklärt. Darum sind die Gemeinden verpflichtet, die anzuwenden. Das heisst, eine Person hat pro Monat knapp 1'000 Franken Taschengeld. Hinzu kommt Miete, Krankenkasse, Selbstbehalt, Franchise, Haftpflicht, Hausratversicherung und noch vieles mehr. Eine vierköpfige Familie kommt so locker auf 70'000 Franken pro Jahr. Steuerfrei, versteht sich. Dabei ist es in der Sozialhilfe egal, ob es sich um Menschen handelt, die ihr Leben lang gearbeitet haben, oder ob es um Personen geht, welche erst seit ein paar Wochen oder Monaten in der Schweiz leben. Es erstaunt also nicht, dass immer mehr Ausländer von der Sozialhilfe leben. Im Kanton Aargau ist bereits jeder 5. Sozialhilfeempfänger Afrikaner. Mehr Ausländer als Schweizer beziehen Sozialhilfe. In den letzten 12 Jahren sind die Zahlen explodiert. Durch Personenfreizügigkeit haben sich die Sozialhilfeempfänger aus dem EU-Raum mehr als verdoppelt. Aus Afrika, was mit der verfehlten Asylpolitik zu tun hat, sind es 7-mal mehr Sozialhilfeempfänger. Und all diese Leute haben genau gleich hohe Ansprüche wie die hiesige Bevölkerung. Im Gegenteil, wir benachteiligen unsere eigenen Leute, denn die Sozialhilfe kennt zum Beispiel Verwandtenunterstützung. Soll heissen, wenn jemand gut betuchte Verwandte hat, müssen die aufkommen. Und die Sozialhilfe ist rückerstattungspflichtig. Sprich, bei einer Erbschaft muss man die Sozialhilfe zurückzahlen. Dass hier vor allem die heimische Bevölkerung betroffen ist und kaum Personen aus dem EU-Raum oder aus Afrika, liegt wohl auf der Hand. Internationales Recht, nämlich Personenfreizügigkeit sowie Genfer Flüchtlingskonvention, schreiben der Schweiz das vor, dass man nämlich die Personen der Schweizer gleichstellen muss. Denn es kann doch nicht sein, dass, wenn es um den Anspruch geht, alle gleichgestellt sind, aber wenn es um Pflichten geht, wie Rückerstattung oder Verwandtenunterstützungspflicht, wir dann unsere eigene Bevölkerung benachteiligen. Ja, wenn es sich jetzt dabei alles um Personen handeln würde, die motiviert sind und durch Schicksalsschläge in die missliche Lage gekommen wären, dann hat wohl niemand etwas dagegen. Aber die Praxis sieht leider anders aus. Hinter dem Schlagwort Gleichbehandlung müssen reitente Personen gleich behandelt werden wie arbeitswillige, motivierte Personen. Das Gesetz sieht zwar vor, dass man bei falschem Verhalten kürzen kann, aber das Kürzungsverfahren ist absolut nicht praxistauglich. Denn wenn jemand zum Beispiel einen Termin auf dem Sozialamt verpasst, dann bekommt die Person lediglich eine Verwarnung. Erst beim zweiten Verstoß gibt es eine Kürzung. Und um die Kürzung durchzuführen, muss die Person zuerst das rechtliche Gehör gegeben werden, sprich, man muss sie nochmal einladen auf den Sozialdienst und man muss fragen, warum das sie den Termin verpasst hat. Alles muss schriftlich dokumentiert werden und man muss es natürlich schriftlich verfügen. Und schriftliche Verfügungen sind natürlich auch juristisch anfechtbar. Für Sozialhilfeempfänger versteht sich das natürlich gratis. Die Kürzung kann so um Monate hinauszögert werden. Und die Kürzung darf anfangs auch nur 5-15% betragen, muss zeitlich befristet sein, auf maximal 3-6 Monate. Und nur in gravierenden Fällen kann man 30% kürzen. In absoluten Ausnahmefällen kann man bis auf Nothilfe kürzen, das heisst 10 Franken pro Tag. Und das ist vielleicht bei Personen der Fall, die ein Jahr lang sich immer noch nicht an die Sachen halten. Aber auch da hat der Rechtsstaat Schweiz seine Tücken, denn die Person kann einfach am nächsten Tag wieder aufs Sozialamt stolzieren und sich wieder neu anmelden. Juristisch gesehen ist das ein neuer Antrag und muss entsprechend neu
geprüft werden. Wie Sie merken, funktioniert das heutige System der Sozialhilfe nicht. Reitente Personen werden geschützt, erhalten gleich viel wie Personen, welche sich wirklich anstrengen. Nur ein Beispiel in meiner Gemeinde. Wir haben letzte 11 Sozialhilfeempfänger aufgefordert, eine Waldhütte aufzubauen. Lediglich 3 sind gekommen. Und die anderen 8, die eben nicht gekommen sind, die mussten gar nichts befürchten, denn wir mussten sie das erste Mal verwarnen. Also frage ich sie, wer will auf dem Buckel der Ärmsten sparen? Das sind die Linken, welche sich mit Händen und Füßen wehren gegen die Flexibilisierung und zulassen, dass unsere Sozialwerke plündert werden. Sie sehen, meine Damen und Herren, es sind grosse Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute. Danke.